Hier kommt der zukünftige Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland. Hier kommt Martin Schulz. Auf heutigem Niveau und stabile Beiträge bekommt er im Jahr 2030. Deutschland geht es gut, ja, wenn die SPD regiert. Aber Deutschland kann mehr. Und Deutschland kann noch viel mehr, wenn ein Sozialdemokrat Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland ist. Wir treten an, um dieses Land besser zu machen. Wir treten an gegen einen konservativen Block, angeführt von Angela Merkel und Horst Seehofer. Ein Block, vor allen Dingen angeführt von Frau Merkel, die jede Debatte über die Zukunft unseres Landes verweigert. Und ich will nicht, dass die Zukunft von der Herkunft abhängt. Sportiver Kollege, kann man machen. Das ist immer ein bewegender und zugleich motivierender Moment. Sie haben das ja selbst gesehen. Der Kacho voll, wie seit Jahren nicht mehr auf einer Wahlveranstaltung. Gute Stimmung. Und vor allen Dingen hier am Herzen der Stadt Aachen, dieser europäischen Stadt, konnte man das, glaube ich, auch spüren, was für ein Geist hier in Aachen herrscht, nämlich der Geist der europäischen Einigung. Und das ist das Projekt, für das ich mein ganzes politisches Leben arbeite. Wir wissen, dass ein Drittel der Menschen unentschieden ist. Das hat es, glaube ich, in dieser Form noch nie gegeben. Und deshalb setze ich darauf, dass wir bis zur letzten Minute kämpfen.